Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Luftbettdeckpunkte. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Luftbettdeckpunkte, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Intex 1266779. Mit dem Intex 1266779 Sie erhalten eine große Luftmatratze zu einem hervorragenden Preis, aber dieses wird ohne Pumpe geliefert. Die Klasse Entspannen ist ein einzelnes Bett mit den Massen 99x191x30 cm und auch eine maximale Tragfähigkeit von 136 kg. Darüber hinaus trotz dieses Design, das oben auf einer Seite ist ein wenig angehoben und erfolgen kann als Sitzkissen nutzen. Die Materialstärke ist gut, die gesamten Auswirkungen äußerst positiv und auch die bestehenden ebenso extrem hohen Komfort. Im Gegensatz zu den Testsieger zusammen mit graublauen Wind von Intex, kann das einsame Bett nicht wegen der reduzierten Höhe beibehalten. Enthalten ist eine elektrische Pumpe, die das Bett wirklich schnell aufbläst. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Pavillot de Bleu. Das zweite Modell von Bestwaier im Test ist das Äquivalent zu den einsamen Bett noch mit 203x152x22 derzeit funktional wie ein Dual B, wenn auch begrenzt. Bestwaier ist dieses Design, speziell in der Größe extra, ein paar Zoll gewichen, Pluspunkt nachgedacht werden kann. Darüber hinaus wird eine Handpumpe neben einer Tragetasche sowie Reparaturservicepunkten bestanden. Die Füllkapazität ist so viel wie 295 kg zusätzlich ein sehr guter Wert. Im Großen und Ganzen, ein Bett mit einem fantastischen Wert für Geld. If you are looking for a bed with a pump, go below 67374 is the most affordable bed is a dual bed with pump on the market plus and also provides a high degree of comfort. Weil es überwinden kann, dass auch dieses Modell dauerhaft extrem langsam Luft wirft, ist also nicht für den Dauereinsatz geeignet. Auf Platz 3 haben wir die Intex Luftbett. Die zweite Version von Intex im Test ist im Grunde der Abgleich unserer Testkampion als einsames Bett. Die Messungen von 99x191x43 sind Bettegröße für ein Einzelbett abgesehen von einfach 191 cm groß und auch trotz dieses Design eine Pumpe ist bereits an Bord. Aber die Pumpe ist etwas schwach im Vergleich zu den Testkampion und benötigt 2,5 Minuten für das Einzelbett. Die Luftmatratze ist leicht in das obere Bauteil erhöht, die vom Hersteller als integriertes Kissen vermarktet wird. Im Test konnte es ein kleines Plus an liegender erwerben Bequemlichkeit. In der Regel der vorhandene Komfort ist gut bis sehr gut und auch die Tonnenfähigkeit ca. 136 kg ist definitiv genug für ein einsames Bett. Vor allem konnte die Rate anregen, denn fast die Hälfte der was der Testsieger zum Zeitpunkt des Tests probiert, sinnvoll damit, zwei einsame Betten eher als einen großen Nutzen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Pavillot Aufblasbares. Mit Messungen von 188x99x22 ist das kostengünstige Luftmatratze von Bestwaier in der Tat eher eine kleine aufblasbare Matratze, obwohl nicht geeignet für den Einsatz im Wasser. Das Bett hatte jedoch die Möglichkeit, durch zwei Dinge besonders zu überzeugen: extrem hohe vorhandenen Komfort und einen Preis, der kaum zu toppen kann. Ohne Zweifel war das Modell 67001 das billigste im Test. Dennoch macht eine Übernahme nur Sinn, wenn Sie derzeit eine Pumpe haben, weil solche nicht unten aufgeführt ist. Die Luftmatratze könnte noch deutlich als ein Preis-Leistungskampion, Durchsetzungskraft, die nicht zuletzt durch die Realität war, dass es bis zu 295 kg belastbar. Obwohl die kleine Größe und auch die reduzierte Höhe Vorteile in Bezug auf Dichte und auch die Fähigkeit bringen, es zu verstauen, aber eine Größe von 188 cm wirklich begrenzt ist, kann also nicht jede Person die Luftbett nutzen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Intex 64418. Die Luftmatratze 64418 von Intex war im Test überzeugend. Als eines der am meisten teuer Bett in der Checkliste die besten Luftbetten am Jahr 2018 muss es auch bleiben, um komplett in Ausgangspunkt. Mit einer letzten Messung von 152x203x56 kann das Bett schnell von den typischen Einzelnen als Dualbett genutzt werden. Die Höhe von 56 cm ist gut gewählt, da sie leicht auf der Seite das Bett ausruhen können. Die mitgelieferte Pumpe lädt das ganze Bett in nur 412 Minuten ohne die Hilfe des Erbauers.
Bett oben erfasst die Seitendichte ebenfalls mit 0,56 mm extrem stabil. Die ruhende Bequemlichkeit insgesamt war großartig im Test und auch der Wirkungsgrad der Pumpe genügte, um zu sprengen das Bett fest, um sicherzustellen, dass ein hohes Maß an Bequemlichkeit auch unter heftigen Tonnen gewährleistet war. Die Sendung ist eine Bringtasche sowie die Lade sowie Dumping war wirklich schnell aus Vorrat. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.